Fujifilm gehört zu den Firmen, die bei ihren Kameras ganz klar auf neue Technik, aber Retro-Design setzen. Neuestes Modell ist die Fujifilm X-E3. Das ist eine Kamera, so im Look einer Messsucherkamera, so ein bisschen wie eine alte Leica aus den 60ern. Aber innen drin ganz moderne Technik, ein APS-C-Sensor, ein relativ großer Sensor, Wechselobjektive, halt eine Systemkamera. Und Computerbild hat sich schon getestet. Die Kamera ist eine richtig flotte Kamera, ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt die Top-Kamera für Sportfotografen, aber der Autofokus arbeitet relativ schnell und genau, braucht halt so bei Tageslicht 0,22 Sekunden zum Scharfstellen und Auslösen. Das ist ein guter Wert, kein Top-Wert. Bei Schummerlicht dauert es ein Tickchen länger, da sind es 0,33 Sekunden. Serienaufnahmen schießt die Kamera, wenn der Autofokus eingeschaltet ist, etwa 7 Bilder pro Sekunde. Das reicht für Schnappschüsse völlig aus. Die X-E3 ist eine ganze Ecke kleiner als die Vorgängermodelle X-E2 und X-E2S. Deswegen hat man bei Fuji keinen Blitz mehr eingebaut. Stattdessen gibt es einen kleinen externen Blitz, den man halt serienmäßig mit der Kamera bekommt. Den kann man einfach hier reinschieben und dann halt eben ausklappen. Der hat im Test eine gute Figur gemacht, der ist relativ hell, also bringt relativ viel Licht aufs Foto. Die Bilder sehen mit Blitz auch richtig gut aus. Dadurch, dass der Blitz ein bisschen höher ist als so ein Ausklappblitz, hat man nicht ganz so viel Probleme mit roten Augen. Allerdings kann man diesen Blitz halt nur hoch und runter klappen, also man kann nicht indirekt blitzen. Wer das möchte, muss dann ein größeres Blitzgerät kaufen. Die Fujifilm X-E3 ist eine relativ kompakte Kamera, schön leicht, ne? Zusammen mit dem Kit-Objektiv hier wiegt sie so gut 640 Gramm, das ist so ungefähr Hälfte-Hälfte. Die Kamera ist ein Tickchen schwerer als das Objektiv. Für eine Kamera mit APS-C-Sensor relativ wenig Gewicht, vor allem wenn man sieht, dass die Kamera auch relativ solide gebaut ist, viele Bedienelemente hat. Und dadurch auch einfach schneller zu bedienen ist als andere Kameras, die vielleicht nur übers Menü gesteuert werden. Das Objektiv hier ist nicht nur schön lichtstark mit 2,8 bis 4, es ist so eine halbe bis ganze Blende lichtstärker als die meisten Kit-Objektive. Die Kombination aus dem APS-C-Sensor mit 24 Megapixel und dem Kit-Objektiv liefert sehr detailreiche und schön scharfe Bilder. Das nicht nur bei Sonnenschein und niedriger ISO-Einstellung, sondern auch bei höheren ISO-Werten. Zum Beispiel bei ISO 1600 kann man problemlos noch mit der Kamera fotografieren und kriegt richtig gute Bilder. Es hat auch einen guten Bildstabilisator eingebaut. Den kann man hier ein- und ausschalten. Also ausschalten zum Beispiel, wenn man vom Stativ aus fotografiert. Und der kann halt über 3 Blenden ausgleichen. Das heißt, man kann auch mit längeren Verschlusszeiten arbeiten und dann halt trotzdem verwacklungsfreie Bilder machen. Und wenn man jetzt nicht das Standard-Zoom rauf tut, sondern eins von den kleineren festbrennweitigen Objektiven von Fujifilm, dann kriegt man auch eine sehr kleine Kamerakombination. Das hier ist zum Beispiel ein 2023, ein relativ lichtstarkes, leichtes Weitwinkel mit hoher Bildqualität und für die Lichtstärke auch noch relativ günstig. Für Porträts zum Beispiel gibt es dann auch noch 50er. Das ist ins Kleinbildformat umgerechnet quasi ein 75er, also ein ganz leichtes Tele. Und auch mit Blende 2 kann man da sehr schön Porträts machen, wo man halt eben den Hintergrund schön unscharf hat. Das ist wirklich ein tolles Objektiv für Porträts. Der eingebaute Sucher ist etwas kleiner als bei den Topmodellen. Er hat eine Suchervergrößerung von 0,62, ist aber immer noch groß genug, dass man halt auch mit Brille durchgucken kann und trotzdem das gesamte Sucherbild sieht. Sucherdarstellung ist schön hell, sehr detailreich, hat halt diese typische Auflösung von 1024x768, wie bei den meisten Kameras heutzutage. Das sind dann nach Herstellerlesart 2,36 Millionen Pixel, weil die Hersteller halt immer die einzelnen Pixel für die Grundfarben Rot, Grün und Blau zählen. Der eingebaute Bildschirm ist ausnahmsweise mal ein fest eingebauter Bildschirm. Das ist bei neueren Kameras eher selten. Das ist auch ein Tribut an die relativ kleinen Abmessungen der Kamera. Fuji hat dann halt eher sich dafür entschieden, die Bedienelemente
hier an die Seite zu platzieren, um halt auch noch eine große Grifffläche einfach zu haben. Wenn man die Kamera hier in die Hand nimmt, dann sieht man, der Daumen liegt hier direkt zwischen den Tasten. Man kommt sofort auf dieses Drehrad mit ganz minimalem Umgreifen hier auf diesen Joystick. Und der Joystick, der hat zwei Aufgaben. Einmal bewegt man sich mit dem Joystick durch die Menüs, das heißt, man kann da relativ schnell das Menü durchblättern. Und wenn man einen Autofokus mit Einzelpunktmessungen benutzt, dann kann man über diesen kleinen Joystick den Messpunkt festlegen. Und das funktioniert sehr schnell und sehr genau. Die X-E3 setzt Fujifilm typisch auf viele Drehräder und ein paar Einstellschalter, um halt die Kameraeinstellung zu verändern. Man hat also hier zum Beispiel halt einen kleinen Drehhebel für den Autofokus, dann hier an den meisten Objektiven einen Blendenring und auch einen Zeitenring, und dann kann man halt auch indirekt damit festlegen, mit welcher Automatik die Kamera fotografiert. Also jetzt beide Ringe auf A heißt Programmautomatik, drehe ich jetzt den Blendenring, dann arbeitet die Kamera mit Zeitautomatik, drehe ich jetzt noch das Zeitenrad, dann habe ich manuell, und wenn ich jetzt den Blendenring zurückdrehe, dann bin ich in der Blendenautomatik. Wer das nicht möchte, der hat hier einen kleinen Schalter und dann zeigt die Kamera auf Auto und dann fotografiert die Kamera vollautomatisch. Das heißt, ich muss mich nicht um die Einstellung kümmern, auch der Autofokus arbeitet vollautomatisch. Ich kann mich also komplett aufs Fotografieren konzentrieren, muss mich nicht mit den Kameraeinstellungen beschäftigen. Filmen kann man mit der Fujifilm X-E3 natürlich auch. Das ist ein bisschen gut versteckt, weil man halt hier an der Drive-Taste umstellen muss. Hier sieht man die ganzen Fotomodi, und wenn man dann einmal durchs ganze Menü durchscrollt, dann hat man hier den Movie-Mode und stellt man einfach ein, und dann kann man halt filmen und filmt halt über den Auslöser. Das ist ein bisschen anders als bei den meisten Kameras, die zwei getrennte Knöpfe haben für Fotos und für Video. Eine kleine Besonderheit beim Filmen mit der Kamera: wenn man die höchste Auflösung wählt, 4K-Auflösung, dann kriegt man zwar sehr detailreiche und sehr schöne Videoaufnahmen, allerdings kann man dann nur 10 Minuten am Stück filmen. Länger erlaubt die Kamera nicht, damit die Kamera sich nicht so stark erwärmt, und das ist halt ein Tribut einfach an die relativ kompakten Gehäuseausmaße. Akku und Speicherkarte sitzen hier drin. Klar, wie bei den meisten Kameras üblich, kommt eine SD-Karte rein. Der Akku ist der gleiche Akku, wie er auch in den Top-Modellen von Fujifilm steckt. Beim Fotografieren schafft man damit bis zu 1100 Bilder mit einer Akkuladung. Das ist ein guter Wert, da muss man jetzt nicht unbedingt immer einen Ersatzakku mitnehmen. Die Fuji X-E3 ist eine tolle Kamera für Leute, die einfach tolle Bilder machen wollen und dabei auch ein bisschen selber was einstellen wollen. Denn man kommt hier sehr schnell an so grundlegende Einstellungen wie Blende, Zeit, Belichtungskorrektur heran. Der Autofokus ist relativ schnell, erreicht allerdings nicht ganz das Tempo von Top-Modellen, die jetzt speziell für Sportfotograf gebaut werden. Die Bildqualität ist wirklich top, sehr detailreich, schön scharf, und auch bei Videos, dank 4K-Technik, kriegt man eine hohe Bildqualität.